Ich hätte es nicht gedacht, aber wir sind an dem Punkt angekommen, dass es mir völlig egal ist, was für Content ich mache. Ich zeige euch die Dinge, auf die ich schwöre. Und weil ich weiß, dass meine Zielgruppe nicht 12 ist, sondern erwachsen ist, reden wir heute über Putzmittel. Hi Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, was mich sehr, sehr glücklich macht. Es gibt ja so ein paar Seiten, die ich irgendwie nie von mir wirklich im Internet gezeigt habe. Unter anderem meine Obsession mit Putzen. Ich bin nicht so, es darf nicht schmutzig sein, aber ich putze halt sehr, 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 sehr gerne. Und manchmal verteufel ich das Haus dafür, dass es viel zu putzen ist, aber eigentlich liebe ich es auch. Und ich dachte mir, wir haben alle einen Haushalt irgendwie sauber zu halten. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Produkte, die es mir leichter machen und die mir vor allen Dingen Spaß machen zu benutzen. Denn putzen muss Spaß machen, sonst macht man es nicht. Und ich habe hier viele Produkte, die es alle bis auf das Gerät in der Drogerie gibt. Zwischen 2 und, ich glaube, 6 Euro ist das teuerste. Aber damit ist halt einfach wirklich alles frisch. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Falls ihr hier neu seid und eigentlich auch für vielleicht ein bisschen Beauty oder Kosmetik interessiert, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Aber ich probiere, und das habe ich mir vorgenommen, letztes Jahr schon, für dieses Jahr einfach mehr von mir, also von Maxim zu zeigen und nicht immer nur Maxim Giacomo zu sein. Irgendwie, je älter ich werde und je länger ich das hier mache, desto mehr kämpfe ich gegen den Drang, so eine Kunstfigur zu werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr Maxim seht. Und Maxim hat einiges zu putzen. Deswegen starten wir direkt mit dem ersten. Ich probiere euch bei einigen Produkten natürlich auch so ein paar Aufnahmen mit einzublenden, die wirklich sehr, sehr gut sind. Das Produkt habe ich euch neulich schon mal gezeigt. Dieses Ding ist ein absoluter Gamechanger für mich gewesen und ich weiß, für viele wird es auch sein. Das ist von Dr. Beckmann, die Teppichfleckenbürste. Ich demonstriere euch das jetzt nicht, weil niemand möchte sehen, wie die Flecken hier sind und wie man sie vor allem wieder rauskriegt. Aber das wirkt in nur 3 Minuten. Ihr habt hier oben eine Bürste dran, ihr drückt das Produkt raus, ihr lasst es kurz einwirken, ihr macht es trocken, weg. Wir haben 2 Kater. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Entweder ihr habt kleine Kinder oder kleine Tiere. Viele der beiden vorher genannten Lebewesen lassen sich ihr Essen gerne mal 2-mal durch den Kopf gehen oder 2-mal durch die Hände gehen. Großartig. Das ist wirklich, wirklich gut. Tiefenreinigen, Kraft für auch bei Tierflecken. Gerade bei Tierflecken. Ich habe hier nichts anderes, was Flecken macht, außer die kleinen Mäuse. Und es ist so mild. Also ich habe nicht das Problem danach, dass es so bestialisch stinkt. Das werdet ihr merken, dass ich bei vielen Produkten wirklich Wert darauf lege, dass es sehr reduziert ist, außer das eine Produkt, aber es gibt nichts Besseres. Diese Fleckenbürste, eine 10 von 10. Ich, Dr. Beckmann, ne? Also ich bin früher ehrlich gesagt immer so ein bisschen dran vorbeigegangen, weil es mir auch ehrlich gesagt einfach zu teuer war. Aber ich habe eine Sache gelernt von meiner Oma und sie hat gesagt, wer billig kauft, kauft 2-mal. Und bei vielen Ding hat sie recht damit, ne? Also sei es Grete oder beispielsweise hatte ich mal ein Messerset gekauft. Oh wow, random, ich liebe diesen Haushaltscontent. Ich hatte mal so einen Messerblock gekauft mit so Keramikmessern. Die haben genau 4 Wochen gehalten und sind sie durchgebrochen. Jetzt habe ich ein teureres gekauft, das hat 10 Euro mehr gekostet. Das habe ich jetzt aber seit 2,5 Jahren, ne? Also das macht dann schon einen Unterschied. Und Dr. Beckmann wirklich mit Frosch die beste Brand in der Drogerie zum Putzen. Und diese Fleckenbürste, ich sag's euch, wie es ist, selbst Rotwein habe ich damit rausbekommen. Sehr, sehr gut. Und dafür ist es eigentlich nicht gemacht. Aber wenn ich einen Fleck auf einer hellen Klamotte habe, mache ich davon auch ein bisschen rauf. Dann nehme ich aber nicht die Bürste, sondern dann mache ich das ab. Es gibt auch den Fleckenzwerg, aber da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass es so doll bleicht. Damit funktioniert das ehrlich gesagt auch ziemlich, ziemlich gut. Das ist so eine Hassliebe hier. Das ist von Antikal. Ein Kalkreiniger, Antitröpfchen-Technologie, dem stimme ich zu. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber in Brandenburg ist das Wasser, also da, wo wir sind, ich habe noch nie so ein kalkhaltiges Wasser gesehen. Ich muss nur den Spiegel angucken und der ist schon kalkig, ne? Oder das Waschbecken, oder alles ist voll mit Kalk. Selbst unsere Kaffeemaschine müsstest du eigentlich einmal am Tag entkalken, weil das Wasser so kalkig ist. So, und ich habe das hier gefunden. Das ist der beste Kalkreiniger, den es gibt. Aufsprühen. Kurz warten, musst du eigentlich nicht. Je länger du wartest, desto effektiver ist es und du musst nicht mehr so doll schrubben. Und dann ist der Kalk weg und die Armaturen, die glänzen. Ich habe nur ein ganz, ganz großes Problem damit, aber ich habe noch keinen wirklich effektiven Kalkreiniger außer Zitrone gefunden, der wirklich sauber macht und halt nicht so stinkt. Das riecht bestialisch. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl danach, dass ich mir danach eine neue Nase und ein neues Gehirn suchen muss, weil das wirklich alles wegätzt. Also nur mit offenem Fenster und auch nur, wenn die Kinder oder wenn die Tiere nicht im Raum sind, weil das wirklich echt, echt fies ist. Es tut schon fast weh in den Augen. Aber es ist gut. Also lasst euch davon nicht verunsichern. Es gibt ehrlich gesagt keinen besseren Reiniger als diesen hier. Darüber könnte ich mich manchmal so ein bisschen ärgern. Über Fresh, da ist nichts Fresh dran. Hört auf, es zu sagen. Wir wissen alle, dass du einfach nach Säure riechst.
Da ist nichts. Ist so wie dieser Nagellackentferner, der angeblich nach Mandel riecht. Ich weiß nicht, was ihr für eine Nase habt, aber ich rieche da Aceton, selbst wenn da kein Aceton drin ist. Der ist sehr, sehr gut. Der ist teuer. Teuer, ne? 4 Euro, glaube ich. Aber hier sind 700 Milliliter mit drin. Und der hält. Ich mache die Dusche auch ehrlich gesagt nicht mehr so oft sauber, seitdem ich sie regelmäßig abziehe nach dem Duschen. Aber ich kann halt nicht die Armaturen abziehen. Ich mache das dann meistens auf so ein Mikrofasertuch. Oder, ihr süßen Mäuse, Microfiber Multitools Mini. Ich sag euch, wie es ist, falls ihr die noch nicht habt. Entweder Make-up entfernen, schaut auf meiner Seite vorbei. Entweder zum Make-up entfernen oder zum Putzen sind die ein absolutes Must-Have. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Dafür ist der aber sehr, sehr gut und dann ist das auch alles recht schön sauber. Wir kommen mal kurz zu einem Gerät, was ich mir neulich bei den Oster-Amazon-Days gekauft habe. Es gibt ja, ich weiß, es gibt bei DM, kann man sich so einen Teppichreiniger ausleihen. Aber du musst halt auch immer irgendwie, glaube ich, dieses Reinigungsmittel mitnehmen und das Ding ist schwer. Du musst erst hinfahren, dann musst du wieder zurückfahren. Dann ist das ein sehr, sehr großes Gerät und es ist vor allen Dingen auch sehr, sehr laut. Ich habe jetzt ein neues gekauft bei Amazon. Es hat um die 150 Euro gekostet. Das rechnet sich bei uns recht schnell, weil ich halt sehr, sehr gerne sehr schnell alles rausbürste. Oder mal einen Teppich sauber mache oder so. Ich mag ne, mit zwei Hausziehen. Wir haben im Moment viele Handwerker hier im Haus, die mit ihren Straßenschuhen über die Teppiche laufen. Da reicht Staubsaugen meiner Meinung nach nicht und dafür lohnt sich der schon. Der ist von Bissell. Ich habe den bei Amazon gekauft. Ich blende euch hier mal ein bisschen was ein. Der ist laut, aber der ist effektiv. Der macht das richtig, richtig gut sauber. Es gibt ihn in verschiedenen Versionen. Wir haben, glaube ich, die Pet Pro Version heißt die. Großartig. Er ist laut, aber er macht sauber, ne? Und das ist so, so schnell. Der ist klein, der ist leicht, der ist nicht so groß. Du hast keine Probleme, den zu verstauen. Der ist kleiner als so ein klassischer Staubsauger, ne? Aber leicht, ne? Klar, das Wasser ist damit drin, aber das ist ja dann auch irgendwie wann raus. Sehr, 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 sehr gut, kann ich euch wirklich empfehlen. Gerade wenn ihr Haustiere vielleicht habt oder wenn ihr viele Teppiche oder viele Polstermöbel habt, da funktioniert das bombastisch gut. Und dann aber würde ich fast schon sagen, kauft das, also da ist ein Putzmittel dabei bei der ersten Bestellung, aber nehmt das, was ihr bei DM bekommt, das hier. Das ist großartig und das riecht toll. Wir kommen nochmal kurz zu Dr. Beckmann, ne? Dr. Beckmann, ich wünsche, also ich habe, soll jetzt nicht doof klingen, aber ich habe schon mit vielen Marken in meinem Leben zusammengearbeitet, auf die ich sehr, sehr stolz bin, dass ich mit den Marken zusammengearbeitet habe. Aber es gibt so ein paar Marken, die stehen auf meiner Liste und die sind so unerreichbar. So wie ich vor 5 Jahren vielleicht gedacht hätte, weiß ich nicht, mit Armani Beauty oder so zusammenarbeiten zu können. Dr. Beckmann, I love you. Wirklich, ihr habt mir sehr vieles erleichtert. Und ich habe das neulich ganz zufällig gekauft, weil ich hatte mir diesen Pink Stuff bei Action gekauft und ich finde den doof. Ich finde, der macht gar nichts, der riecht nicht gut, der riecht sehr, 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 sehr chemisch. Und Dr. Beckmann hat so ein Glas Keramik-Putzstein mit rausgebracht. Hier sind auch 250 Gramm mit drin, das kriegst du niemals leer. Hier ein Schwamm mit dabei und dann ist hier so eine Paste. Du machst den Schwamm nass, gehst hier rein, du brauchst nicht viel, gehst über deine Glaskeramik. Freunde, das ist sauber und das glänzt danach und der kriegt wirklich diese verkrusteten Belege weg. Und der riecht sogar ganz gut. Nicht so piepend in der Nase, sondern ein bisschen, ja, ne, ist ein Putzmittel. Aber den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich euch empfehlen. Großartig. Auch ein bisschen teurer, ne? Aber das wird hier Ewigkeiten halten. Und das Schöne ist, es kann halt auch nicht vertrocknen, weil es ja schon trocken ist. Beim nächsten Produkt werde ich mich, glaube ich, ein bisschen unbeliebt machen. Weil ich weiß, dass viele auf Ajax schwören, ne? Das sind ja auch diese Putzmittel. Die riechen toll, teilweise. Aber die riechen mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu doll. Nicht toll, doll. So, ich habe, glaube ich, hier Maiglöckchen oder so, ne? Boah, da wird mir irgendwann, wird mir dann ein bisschen übel von. Weil das so, so beißend ist. Und ich glaube, das ist kein logischer Gedankengang. Aber ich habe bei diesen extrem krass duftenden Dingern, gerade auf dem Boden, immer ein schlechtes Gewissen mit unseren Haustieren. Deswegen putze ich eigentlich den Boden ausschließlich mit Frosch. Und zwar diesem hier. Es gibt ihn auch, glaube ich, ohne Duft. Der ist aber sehr, sehr mild. Orange, kraftvolle Sauberkeit. Wir haben halt mittlerweile sehr, sehr viele Fliesen, die sind gut sauber zu kriegen und dafür ist der sehr, sehr gut. Du hast keine Streifen. Das riecht nicht so doll. Du brauchst auch nicht viel. Also es reicht meistens so ein kleiner Schubser im Wischwasser und dann ist das sauber. Mag ich total gerne. Gefällt mir sehr, sehr gut. Frosch ist für mich eine Marke. Ich glaube, meine Oma hat mich an Frosch gebracht. Also seitdem ich sie kenne, hat sie immer in ihrem Bad, ich glaube, den Essigreiniger von Frosch. Also Essigreiniger, da kannst du mich mit jagen, aber sie schwört drauf und bei ihr, ja, meine Oma. Man sagt oft, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber ich bin ein absoluter Mama- und Oma-Junge. Ich bin von den beiden großgezogen worden und habe natürlich
ganz, ganz viel mitgenommen. Immer, es war immer sauber, es war alles immer gut, aber es war halt nicht so steril, ne? Sondern einfach sauber und gepflegt. Frosch, 10 von 10. Ich habe jetzt hier nicht so diese Basics mit reingenommen, ne? So diese Sprays. Also Soda, sehr gut. Himbeerreiniger mag ich ganz gerne, riecht mir aber schon fast ein bisschen zu doll. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist dieses Ding hier. Das ist der Küchenhygienereiniger. Ist ehrlich gesagt ein bisschen teuer für das, was es ist, aber er riecht irgendwie gut und es riecht so ein bisschen nach Krankenhaus. Der riecht ein bisschen steril, aber dann ist es sauber. Gerade weil wir ja nur eine kleine Küche haben hier und kaum eine Arbeitsfläche haben und dann ab und zu doch mal was vom Schneidebrettchen rutscht, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Oder, weiß ich auch nicht, ob das Sinn macht, aber das ist, glaube ich, so eine Macke. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen. Wenn ich zum Beispiel Fleisch schneide auf dem Brettchen und bevor ich es sauber mache, sprühe ich das erstmal mit diesem Hygienereiniger ein, damit irgendwie alles tot ist. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber es ist so eine kleine Macke. Und dann, das ist ja der Holy Grail, das war, glaube ich, damals, was gibt es jetzt bestimmt schon 2-3 Jahre, von Denk mit, der Textilerfrischer 3-in-1. Erstmal, der riecht phänomenal. Faltenglättung, Desinfektion, du kannst damit so ein bisschen so Fältchen in Klamotten gut wegkriegen und danach riecht es toll. Aber das hier, Freunde, ihr braucht das im Auto. Na, ich bin so eine Maus, eigentlich voll eklig, ne? Ich esse total gerne im Haus. Ich esse gerne zu Hause, denn ich esse gerne im Auto. Ich bin viel unterwegs und manchmal habe ich einfach keine Zeit, irgendwie groß zu kochen, sondern fährst du irgendwo ran oder du isst, bereitest irgendwas vor zu Hause und isst es dann im Auto. Ich weiß, total ungesund, aber es, ne, ist halt manchmal ein bisschen stressiger. So, und dann rutscht dir halt mal so ein Hamburger zwischen die Autositze. Das riecht so ein bisschen nach Aprilfrische, so ein bisschen nach Weichspüler. Mild, toll, verfliegt dann aber auch wieder gut der Geruch. Und so kleine Fältchen kriegt er wirklich aus Klamotten weg. Gerade wenn ihr Leinenklamotten habt, ne? Danny, hast den Spruch, Leinen knittert edel. Aber manchmal sind da so viele Knitter drin, dass du nicht mehr edel aussiehst, sondern du siehst aus wie ich morgens. Und damit einfach so ein bisschen raufsprühen, kurz auslüften lassen. 10 von 10. Kostet 2,45 Euro, glaube ich. Riecht toll. Und im Auto, ne? Gerade im Auto. Viele machen Sachen im Auto, die dann nicht so gut riechen. Ich darf das hier nicht sagen. Ach so, also nicht so, ne? Ich meine jetzt Essen und andere Sachen. 10 von 10. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, das Video wird bei Weitem wahrscheinlich nicht so gut geklickt werden wie irgendwie ein Beauty-Video oder so. Aber ich habe mir das vorgenommen. Ich möchte euch den Content geben, der mich auch interessiert. Ich liebe Putzholz. Ich liebe Putzmittel. Vielleicht interessiert euch auch mal so ein Clean With Me. Es ist halt aber immer viel schnell durchlaufen und da regt mich meistens die Musik mit drauf auf. Habt ihr mal Lust auf so ein Clean With Me, dann schreibt mir das in die Kommentare. Nächste Woche ist wieder hier Großputz angesagt. Dann sind nämlich die Bauarbeiten wirklich abgeschlossen im Haus. Kann ich das gerne mal für euch einfach machen. Schreibt mir gerne mal ein paar Empfehlungen von euch in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Habt einen zauberhaften Tag. Bis zum nächsten Mal.